total dämlich, wenn unsere Achillessehne und Schultern als Fluchtorgane streiken. Evolutionär, das ist der vierte Aspekt in unserer Ausbildungsreihe, der ist total wichtig, dass die Evolution, dass wir immer gucken, okay, wie passiert alles? Und Evolution entsteht nur durch Bakterien und Viren. Das heißt, nur auf eine Antwort von Bakterien und Viren konnten wir uns weiterentwickeln. Ich habe eben schon in der Pause gesagt, warum sind wir in den aufrechten Stand gegangen? Nur durch ein Virus. Das heißt, wir konnten durch ein Virus, konnten wir Harnsäure nicht mehr verstoffwechseln. Das konnten wir früher, das können zum Beispiel die Tiere noch. Wir konnten das nicht mehr verstoffwechseln, das heißt, unser Harnsäurespiegel ist angestiegen. Und was steigt mit dem Harnsäurespiegel an? Der Blutdruck. Und deswegen sind wir in die aufrechte Position gekommen. Geht aber auch nur, wenn im Umfeld so viel Nahrungsmittel sind, Energie da ist, damit wir uns auch aufrichten können. Weil die Energie auf zwei Beinen ist deutlich erhöht und höher als auf vier Beinen. Deswegen wäre zu wenig Energie in unserem Umfeld gewesen, hätten wir es nicht geschafft. Auch nicht mit diesem Polymorphismus oder Mutation. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir immer noch mal gucken, was die Evolution uns oder wo wir herkommen. Als Fluchtorgane ist es total dämlich, wenn unsere Achillessehne und Schultern als Fluchtorgane streiken. Deswegen gibt es auch dort zu wenig Durchblutung. Weil wenn es irgendwie einen Infekt in unserem Körper gibt und die Achillessehne würde mehr durchblutet werden, dann könnten wir nicht mehr vom Säbelzahntiger weglaufen. Und das ist ein Problem. Wir sind eigentlich nur auf diesem Planeten hier, um uns fortzupflanzen und zu überleben. Das sind unsere zwei Aufgaben hier.